Audio-Post. Geklickt. Gehört. Wie wichtig sind eigentlich noch PIN oder Passwort für unsere modernen Smartphones? Die meisten Geräte lassen sich doch mittlerweile per Fingerscan oder Gesichtserkennung entsperren. Oder ist das zu unsicher und wir sollten uns genau deshalb einen besonders kniffligen Code ausdenken, den Fremde garantiert nicht knacken können? Mit den verschiedenen Methoden, das Smartphone oder auch Tablet zu sichern, kennt sich der Experte Andreas Wiesler aus. Er ist Computerspezialist und berät als Inhaber der Firma Go Security Firmen und Privatkunden zum Thema Computersicherheit. Er sagt uns, wie sicher Fingerscan und Gesichtserkennung überhaupt sind. Der Vorteil ist natürlich, ich habe das Gesicht und den Finger immer mit dabei. Beide Verfahren gelten als sehr sicher. Oft wird ja nicht der ganze Finger abgespeichert, sondern nur markante Stellen. Zum Beispiel beim iPhone sind es beim Gesicht über 30.000 Punkte. Je mehr Zahlen wir in unseren PIN einbauen, desto schwieriger müsste er doch zu lösen sein. Das stimmt aber nicht ganz, meint Andreas Wiesler. Heutige Computer sind extrem schnell. Auch sechsstellige PINs lassen sich in sehr kurzer Zeit knacken. Da werden ja zum Beispiel Debit- und Kreditkarten nach 3 fehlerhaften Versuchen gesperrt. Jedoch gibt es Verfahren, wo ich das Ganze nicht auf der Karte selber mache, sondern auf dem Computer. Und so kann ich natürlich in kurzer Zeit an diesen PIN rankommen. Dann ist es natürlich umso wichtiger, den PIN immer mal wieder zu ändern. Gerade wenn Sie das Gefühl haben, dass jemand anderes Ihren PIN auch kennt, würde ich es umgehend ändern. Gerade im Zug kann man ja oft zuschauen, wie andere den PIN eingeben und ich habe den dann auch. Ansonsten empfehle ich, mindestens einmal im Jahr den PIN zu wechseln. Jetzt gibt es natürlich auch Menschen, die ihre gesamten Passwörter und PINs nicht mehr wissen, weil sie alles per Fingerabdruck entsperren. Da stellt sich natürlich die Frage, wo Passwörter am besten zum Nachsehen aufbewahrt werden. Gerade beim Handy reicht es natürlich nicht, dieses immer nur mit dem Finger oder dem Gesicht zu entsperren. Beim Neustart werde ich oft aufgefordert, mein Kennwort einzugeben. Also ich muss das wirklich auswendig kennen. Ansonsten empfehle ich einen Passwortcontainer, da sind alle meine Passwörter sicher drin gespeichert. Zum Öffnen brauche ich natürlich ein gutes, sicheres Kennwort, das ich nicht vergessen darf. Und darin sind dann alle meine Kennwörter gespeichert und ich kann sie sehr, sehr einfach herausholen. Nochmal zurück zum Fingerabdruck. Es gibt Hinweise, dass es nur sicher ist, wenn Abbilder der Fingerabdrücke verschlüsselt auf dem Gerät gespeichert und nicht an Server gesendet werden. Wie wichtig das wirklich ist, weiß Andreas Wiesler. Ich finde das extrem wichtig, dass diese Fingerabdrücke nur auf dem eigenen Gerät gespeichert werden. Gerade kürzlich hat es ein Unternehmen erwischt, das Türschlösser herstellt. Und die haben alle Fingerabdrücke 1:1 auf ihren Servern gespeichert. Diese wurde gehackt und nun sind 1 Million Kennwörter im Internet verfügbar. Das Dumme ist halt, ein Kennwort kann ich wechseln, meinen Finger nicht. Sagt Computerspezialist und Inhaber der Firma Go Security Andreas Wiesler. Audio Post. Geklickt. Gehört.